Wie ihr seht, sitze ich gerade wieder im Auto, denn ich habe etwas Neues für den Hobel. Ein neues Upgrade für den 850. Und dieses Mal jetzt in eine ganz andere Richtung. Hat nichts im Prinzip mit dem Auto an sich zu tun, sondern ein geiles Upgrade fürs Auto. Vor allem, wenn man mal ja, wieder mal unterwegs ist mit ein paar Leuten oder so oder irgendwo steht. Und zwar Internet. Also, dass der Volvo ein eigenes WLAN-Netz bekommt. Mich hat vor ein paar Wochen eine E-Mail erreicht von einer Agentur, die aktuell Leute suchen, die halt für einen mobilen Router werben. Das ist dieses kein Werbevideo, weil das eigentliche Werbevideo von dem Produkt, was ich euch gleich zeigen werde, kommt auf meinem Hauptkanal. Aber ich dachte mir so, ich probiere es erstmal. Bevor ich jetzt Werbung mache auf dem Hauptkanal, machen wir erstmal einen Praxistest. Und zwar geht es um dieses schöne Stück hier von der Firma Netgear. Das ist der Nighthawk M6 Pro, der aktuellste mobile Router. Alles, was du dafür brauchst, ist eine SIM-Karte. Deswegen habe ich mir jetzt von der Telekom eine zweite SIM-Karte geordert. Die ist hoffentlich auch in meinem Rucksack drin. Ich hab die eingepackt, das wäre jetzt richtig ärgerlich. Doch, ist hier drin. Komplett neue Karte, muss ich erstmal freischalten, machen wir gleich. Pass auf, die eigentliche Idee ist, dass ich halt diesen Router hier irgendwo im Volvo anbringe. Du hast dazu noch eine Antenne, die halt ein bisschen das Signal halt stärker einfangen kann und so. Und dann habe ich hier theoretisch mein eigenes WLAN-Netz hier drin. Vor allem, wenn auch mit, wenn du mit Freunden unterwegs bist oder so oder irgendjemand drinnen sitzt im Auto, der vielleicht wenig Datenvolumen hat oder irgendwie was gucken will und sein Datenvolumen nicht aufballern möchte, kann er hier einfach das Unlimited von dem vom 850 nehmen. Das finde ich übelst geil. Die Frage ist halt nur, wo bringe ich es an? Also ich pack's erstmal am besten aus, damit ihr mal sehen könnt, wie groß das Ding hier ist oder wie das überhaupt aussieht. Packung übrigens sehr, sehr schick, muss ich auch. Das Ding soll auch nicht gerade günstig sein. Ich habe da nicht gegangen und guckt, was es kostet, aber ich glaube, um die 1000 Euro soll der Router kosten. Das ist halt schon sehr, sehr, sehr teuer. Dementsprechend sind die Erwartungen auch hoch. Ja. Also, der Router an sich ist diese kleine, aber feine Box. Ja. Mit Touch und so. Wenn du das aufmachst, hinten ist ein Akku drin. Davon habe ich jetzt zwei Stück, der andere ist noch zu Hause. Thema Akku ist eh so ein Ding. Ich meine, der hat einen Akku, läuft doch erstmal ohne externe Stromzufuhr. Die Frage ist nur, wie lange hält der Akku? Im Endeffekt will ich ja trotzdem irgendwie das Ding anschließen am Strom. Und da ist halt die Frage, wo schließt das an? Ich habe nämlich keinen Bock, jetzt hier irgendwie durch das ganze Auto ein Kabel zu legen, dass irgendwie ein Kabel irgendwo offen rumhängt. Das mag ich gar nicht. Ich habe zum Beispiel auch bei meinem Apple CarPlay Radio hier den Anschluss dafür im Handschuhfach. Dass halt da keine Kabel rumhängen, weil das mag ich gar nicht. Das heißt, ich muss halt hier irgendwie jedes Kabel von, also einmal die Stromversorgung und halt das Kabel auch zur Antenne irgendwie in einer Verkleidung von einer, weiß nicht, A-Säule macht keinen Sinn, aber vielleicht hinten irgendwo bei der Heckklappe irgendwie verstecken, dass es halt nicht rumbaumelt, das mag ich gar nicht. Und dann halt die Frage, wo schließt das dann an Strom an? Das Coole ist, du hast den USB-C-Anschluss, das heißt, du kannst das auch einfach ganz normal über eine Powerbank betreiben. Oder ich habe auch so eine große Powerstation, ne, darüber. Aber wäre natürlich schon cool, wenn es halt irgendwie alles integriert ist im Auto. So, das Ding ist geladen. Ich habe es gestern mal aufgeladen. Ich habe es noch nicht eingerichtet, noch gar nicht. Das machen wir nämlich heute. Hier ist Akku Nummer 2. Der ist aber momentan natürlich nicht geladen. Brauchst du auch nicht. Ist echt die Frage, wie lange hält so ein Akku? Ich meine, der ist nicht gerade klein, der Akku, ne? Hier habe ich noch eine Tüte. Und da drin ist die Antenne. Die ist auch gar nicht mal so klein. Das Ding ist die Antenne. Ich weiß nicht, ob man die unbedingt braucht. Ich würde sie aber trotzdem nehmen, weil du einfach damit ein besseres Signal hast. Also das macht ja keinen Sinn, 5G Router zu haben, wenn du ständig irgendwie Abbrüche hast. Für dieses Ding gibt es auch noch Saugnäpfe und andere Befestigungssachen. Hier drin sind zum Beispiel zwei Saugnäpfe und so eine Clips, irgendwo, um das ranzuklippen. Die Frage ist halt nur, wo baue ich das ran? Und das, na, ein weiteres Problem ist halt auch, ich möchte es eigentlich nicht so offensichtlich im Auto haben. Ich habe hinten noch keine getönten Scheiben. Das heißt, man kann hier einfach ins Auto reingucken und jeder sieht, was hier drin ist. Deswegen habe ich ja auch meistens hier nie irgendwas offen rumliegen oder allgemein keine wertvollen Sachen im Auto drin. Das ist hier halt anders. Oder ich mache das so, dass die Antenne immer drin ist und den Router nehme ich immer, wenn ich halt aussteige und ich weiß, ich fahre jetzt nicht mehr, nehme ich den Router immer mit. Das ist ja auch eine Option. Da ist der Router wenigstens hier drin und nur die Antenne bringt einem ja auch nichts. Aber die muss halt platziert werden, wo es halt Sinn macht. Ne? Also irgendwie eigentlich schon im besten Fall am Fenster. Gucken wir aber gleich mal. Erstmal gucken wir uns mal den Router an sich an und richten ihn erstmal ein, weil er ist halt noch komplett im Werkszustand, da ist noch gar nichts eingerichtet. Vergeben Sie einen WLAN-Namen. Oh. So. Ich würde sagen Volvo 850 oder so, wa? Volvo 850. Ich hoffe, die Kamera stellt es auch einigermaßen scharf. Das ist jetzt hier gerade ein bisschen schwer so zu filmen. Erstellen Sie jetzt ein Passwort für Volvo 850. Okay, das blurre ich jetzt mal aus. Erstellen Sie jetzt ein Administrator-Passwort für den Hotspot. Mhm. Anpassen Ihrer WLAN-Standby-Einstellungen. Um die Akkulaufzeit zu verlängern, schaltet sich das WLAN nach 5 Minuten automatisch aus, wenn keine Geräte verbunden sind. Ne, ich mache das mal auf nie. Ich habe es mal auf nie gestellt, damit ich das immer selber ausmache. Wenn ich entscheide, okay, jetzt
steht das Auto, jetzt brauche ich es nicht mehr, mache ich das Ding einfach aus und dann ist es super. Setzen Sie eine SIM-Karte ein oder stellen Sie, okay, SIM-Karte. SIM-Karte, was brauchen wir überhaupt hier für eine? Kommt da eine Mikro-SIM, Mikro-Mini-SD-SIM, keine Ahnung, wie ist denn das? Und wo ist das überhaupt? Ist das hier drin? Wo legt man hier die SIM-Karte ein? Ich denke mal, das wird unter dem Akku sein. Na gut, wir müssen kurz Akku rausmachen. Akku raus. Und da ist der Slot für die SIM-Karte. Das wird dann hier quasi die kleinste Version sein. Ne? Ich weiß immer nicht genau, wie das alles heißt. Hier. Mikro, Mini. Ah, okay. Nano. Nano ist das kleinste. Also ich schieb's jetzt einfach hier unten rein. So. Jetzt ist die SIM-Karte drin. Ich habe die noch nicht einmal aktiviert. Muss man eigentlich eine SIM-Karte aktivieren? Ich hoffe, dass er die Einstellung jetzt gespeichert hat, wenigstens die ich schon mal gemacht habe, weil das wäre sonst echt nervig. Aber ich müsste das machen, oder? Man stellt sich halt auch die Frage, wieso braucht man überhaupt so einen mobilen 5G-Router, wenn man einfach sein Handy als Hotspot benutzen kann. Hat auch immer funktioniert, einmal frei. Aber ich glaube, dass das hier einfach, erstmal sparst du halt deinen Akku vom Handy, ganz klar, weil du halt das Ding hier hast. Und ich glaube auch, dass das Signal von so einem Router hier deutlich besser ist. Allein wenn ich die Antenne sehe, da kommt ja bestimmt dann auch mehr an als bei einem, ja, bei der kleinen eingebauten Antenne vom Handy. Und du kannst auch, ich glaube, bei iPhone ist es so, das ist halt limitiert, wie viele Geräte zugreifen können auf diesen Hotspot. Und der geht auch ständig aus, der Hotspot. Das ist auch mal super nervig. Und sobald, du musst halt immer wieder manuell den Hotspot aktivieren und so. Das ist auch mal super scheiße. Das hast du halt hier nicht. Das ist ganz geil. So. Hab den Akku scheinbar noch nicht ganz klar. Das ist bei 80% aktuell. Er sucht gerade noch. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier am besten eine PIN eingeben. Okay. SIM freigeschaltet. Das ist schon mal gut. Mobiles Breitband getrennt. Die Datenverbindung wurde getrennt. Ah ja, damals. Darum steht's. 5G Telekom. Kann man hier so ins... Oh, man kann... Ein Power-Modus. Nee, kann man so einen Speedtest hier machen? Einmal kurz ins WLAN rennen. Also, was haben wir denn hier? 5G Breitband. Wir haben noch kein Gerät verbunden. Ich hole mal kurz mein Handy. Da müsste jetzt hier eigentlich... 850... Ah, da ist er. Volvo 850. Das ist schon mal geil. Passwort eingeben. So... Verbinden. Bin schon mal verbunden. Das geht schon mal. Geil. Machen wir gleich mal einen Speedtest, weil ich habe ja extra eine Speedtest-App runtergeladen. Ich weiß es nicht wie... Oh ja. Oh, guck mal. Oh. Davon hätte ich damals geträumt, ey. Ich meine, klar, es ist immer abhängig, wo du gerade bist, ne, ob in der Nähe auch wirklich guter 5G-Empfang ist. Wir sind halt immer noch in Deutschland, darf man nicht vergessen. Na gut, der Upload ist ein bisschen schwach. Der Upload ist ein bisschen schwach. Aber gut, das geht trotzdem klar. Das schwankt halt auch, ne? Aber trotzdem, es ist auf jeden Fall schnelles Internet. Ah, krass, du siehst sogar, wie viel Gigabyte verwendet wurden bis jetzt mit dem Datenvolumen. Das hier ist schon fast ein Gigabyte, liegt aber daran, dass ich halt, dass das halt mein normaler Handyvertrag ist. Ich habe jetzt eine zweite Karte jetzt hier drin. Ich bin wirklich gespannt, wie lange jetzt hier der Akku hält. Wir gehen nochmal kurz ins Menü. Da haben wir jetzt auch ein Gerät drin, das müsste jetzt Must-Arsch sein. Da steht nicht drin, aber mein Handy heißt Must-Arsch, aber steht jetzt hier nicht drin. Okay, wie komme ich zurück? Hauptmenü. Was ist das hier? Power-Modus. Ah ja, guck mal. Leistung, beste Leistung im Akkubetrieb. Einstellungen. Flugzeugmodus haben wir auch. Gut, das ist dann halt ähnlich wie beim Handy, nur die Einstellungen. Bildschirmabschaltung. Heißt nur, dass der Bildschirm ausgeht, aber ist immer noch an. Das lasse ich auch so, weil wozu sollte der Bildschirm an sein, wenn ich es nicht benutze? Das passt eigentlich auch alles. Er ist ziemlich simpel, ne? Probier's mal aus, ob ich jetzt mit der Powerbank, das ist eine ganz relativ gute Powerbank, würde ich sagen, das Ding hier auch mit Strom versorgen kann. Per USB. Stecken wir das mal rein. Unten ist der USB-C-Anschluss. Ah ja. Wir haben jetzt hier auch oben, hoffe, das kann man irgendwie sehen, ist jetzt oben so ein kleines Ladesymbol angegangen bei der Batterie. Also das geht auf jeden Fall. Das ist eigentlich wieder ganz praktisch, weil so kann ich halt das Mobil einfach nutzen. Ich glaube, am Anfang ist das jetzt auch die einfachste Methode, bevor ich jetzt anfange, hier die ganze Infrarkleidung abzuruppen und irgendwelche Kabel zu verlegen, einfach immer eine Powerbank dabei zu haben. Ich will trotzdem erstmal checken, ohne Powerbank, wie lange hält denn der Akku so, um erstmal einzuschätzen, okay, wie lange kann ich jetzt mit der Akkuleistung hier rechnen. Dann werde ich die Antenne jetzt fest verbauen, dass sie halt einen festen Punkt hat, wo sie bleibt. Und den Router, den stecke ich halt dann da irgendwie ran, wenn ich dann fahre oder so, wenn ich unterwegs bin. Jetzt auch die Frage, wie lange ist denn eigentlich so die Reichweite? Jetzt müssen wir noch testen. Das ist noch interessant zu wissen vielleicht, ne?
Wie weit kann ich mich vom Auto entfernen und wie weit ist das WLAN-Netz? Ich packe jetzt einfach mal den Router hier oben auf mein Armaturenbrett drauf und dann gucken wir mal, wie weit wir laufen können. Hier haben wir jetzt gerade noch so einen Strich und wir sind jetzt erstmal so, weiß ich nicht, vielleicht 10 Meter vom Auto entfernt. Es liegt aber auch, glaube ich, daran, dass wir aktuell noch keine Antenne dran haben. Ich würde sagen, ich suche jetzt mal einen Platz für die Antenne. Die bringen wir am besten hinten irgendwo im Heckbereich, irgendwie im Kofferraum, irgendwo an der Scheibe an. Und dann gucken wir mal, wie weit dann die Reichweite ist. Weil dann müsste ja da. Naja, müsste schon weiter sein. Denn. Also, das jetzt ohne Antenne kannst du es schon vergessen. Ne? Ich habe gerade gesehen, dass hier noch ein geiles Fach eigentlich ist. Guck mal. Hier habe ich so ein Fach. Da würde der Router ja mega reinpassen. Kann ich den zumachen? Bapp. Und am besten Fall irgendwie so ein Kabel durchziehen oder sowas. Dann ist hier die Antenne dran hier oben. Und dann ist das hier quasi meine Station für. Das ist mega, oder? Guck mal, das passt da perfekt rein, der Router hier. Reingelegt, zugemacht. Und hier oben ist Internet dann dran. Du kannst den Saugnäpfe einfach jetzt so reindrücken, glaube ich. Dann ziehst du so hoch. Ach, geil, guck mal. Ganz, ganz simpel. Das ist nice. Steckst hier rein, ziehst nach oben und dann hast du sie da. Und dann. Kommt die Antenne einfach da vorne ran, dann geht der mit nach unten und geht dann hier einfach unten rein und dann kommt da der Router rein. Ich hole mal kurz den Router. Beim Router hast du hier unten so eine kleine Öffnung, die kannst du halt aufmachen, so eine kleine Laschen. Ja, und da ist dann der Anschluss auf beiden Seiten. Da ist dann der Anschluss für die Antenne. Da spielt es auch keine Rolle, was hier rechts und was links ist. Du machst einfach da Dinge rein. So. Jetzt müssen wir kurz mal warten, weil er zieht nämlich gerade hier ein Update. Wir sind wieder verbunden. So, jetzt gucken wir mal. Handy raus und gucken wir mal, wie weit das jetzt ist. Also ich bin jetzt wieder auf der gleichen Stelle, wo wir davor standen. Jetzt habe ich noch einen Strich mehr Empfang, aber es ist auch nicht so, wo man sagt, okay, ist mega krass, ne? So, wir haben jetzt noch halben Ausschlag, was die Signalstärke angeht vom WLAN und wir sind jetzt ungefähr so, ja, 15 Meter entfernt, würde ich mal sagen. Und das ist schon okay. Ich mag es ja, wenn alles so original ist und irgendwie noch so oldschool ist, aber gewisse Sachen, vor allem gewisse Technologien einzubauen in einem alten Auto, finde ich mega, aber auch so, dass es halt nicht irgendwie auffällt und komisch aussieht. So, jetzt haben wir nämlich hier die Möglichkeit, das Ding einfach mal reinzustecken. Doch, so geht's. Guck mal, zack. Also es gewinnt jetzt hier keinen Schönheitswettbewerb, aber es ist zumindest versteckt. Also es ist nicht so auffällig. Kabel könnte man noch besser irgendwie verlegen, aber im Endeffekt haben wir jetzt unten drin den Router und hier oben ist dann die Antenne. Und ich glaube, es müsste so funktionieren. Ich gucke mal jetzt mal mit dem WLAN. WLAN ist hier vorne voller Ausschlag und wenn ich dann vorne sitze, ist auch voller Ausschlag. Also im Auto hast du vollen Ausschlag vom WLAN, das ist schon sehr, sehr geil. Und 5G. Ich lasse den Router jetzt einfach mal laufen. Wir haben den angemacht mit 80%. Ich muss gleich noch zu einer Freundin die abholen und treffe mich dann noch mit Martin. Also ein paar Stunden lasse ich jetzt mal rödeln, das Ding. Lass ihn auch ganz an. Und dann gucken wir mal, wie lange der Akku so hält. Weil einfach nur um zu testen, wie lange kann ich damit rechnen. Und dann melde ich mich später wieder mit dem Ergebnis. Aber so bin ich erstmal zufrieden. Ist geil. So, einfach mal WLAN im Auto. Und wie angekündigt, nochmal ein kleiner Nachtrag bezüglich der Akkuleistung. Ich hatte gestern Abend noch Besuch, Martin war noch hier und hat den Router von unten, also aus dem Auto mit nach oben genommen. Und so gegen 23 Uhr hat er den Geist aufgegeben. Dann waren die 80% weg. Also einen ganzen Tag, also 24 Stunden, schaffst du damit wahrscheinlich nicht mit einem 100% vollen Akku. Zumindest nicht im Dauerbetrieb, der war ja durchgehend an der Router. Aber trotzdem soll ja im Endeffekt irgendwie eine Lösung her, dass das Ding halt durchgehend mit Strom auch gespeist wird. Dass ich mir da keinen Kopf machen muss wegen Akkuleistung, sondern das Ding ist halt dauerhaft an. Das ist halt dann die Endlösung. Aber vorübergehend kann ich dann erstmal ins Fach hinten einfach eine Powerbank reinhauen, schließe das USB-C-Kabel da an und dann habe ich erstmal ein paar Tage lang Ruhe. Das ist eigentlich erstmal so die einfachste Lösung, bevor ich irgendwie anfange, da eine zweite Batterie einzubauen oder weiß ich nicht, wie ich das da verkabel. Aber ja, ich habe jetzt WLAN im Auto. Also zumindest da, wo auch 5G-Empfang ist. Das ist in Deutschland mal ein bisschen schwierig. Ja, da gibt es ja viele Funklöcher noch so. Aber mit Telekom, muss man sagen, hat man wirklich an Orten Empfang, wo du mit, weiß nicht, Vodafone oder O2 oder so, keinen Empfang hast. Deswegen funktioniert. Das bedeutet wiederum, man kann auch von unterwegs einfach Videos, die man geschnitten hat, einfach hochladen oder einen Livestream auf Twitch machen, etc. Geil. Freu mal.